Seit Jahrzehnten unterstützen die Staaten der EU unter dem Titel der Entwicklungshilfe und Demokratieförderung eine Armada von palästinensischen Nichtregierungsorganisationen. Unter diesen NGOs befinden sich Berichten zufolge auch solche, denen Beziehungen zu anti-israelischen Terrororganisationen nachgesagt werden. Einige unterhalten Verbindungen zu Strukturen und Vereinen in Deutschland. Bundesministerien, der Bundestag, deutsche Gerichte und Sicherheitsbehörden beschäftigen sich seit Jahren intensiv mit der Thematik. Besonders seitdem Personen dieses Spektrums ihren Judenhass auch auf deutschen Straßen und in den sozialen Medien vermehrt öffentlich auslebten. Zulasten des gesellschaftlichen Klimas und der Sicherheit der jüdischen Bevölkerung hierzulande. Dabei sticht die palästinensische Terrororganisation Volksfront zur Befreiung Palästinas, kurz PFLP, besonders hervor. Sie wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Hauptakteur der in Deutschland aktiven säkularen Palästinenserorganisation bezeichnet. In Deutschland wurde die PFLP vor allem durch die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut Ende der 70er Jahre bekannt. Doch Mitglieder der marxistisch-leninistischen Terrororganisation waren mutmaßlich bereits an den Planungen für das Attentat auf die israelische Olympiamannschaft in München 1972 beteiligt, dessen 50. Jahrestag wir am 5. September begehen werden. Im Nachgang entführten PFLP-Terroristen die Lufthansa-Maschine Kiel, um die überlebenden Terroristen freizupressen. Seit 2002 befindet sich die PFLP auf der EU-Terrorliste. Laut der Bundesregierung unterhält sie Beziehungen zur Hamas und zur Hisbollah. Kein besonders ansprechendes Milieu also. Die Bundesregierung verfolgt gegenüber diesen Strukturen eine zwiespältige Politik. Im Inland werden sie angegangen und bekämpft. Über die Entwicklungs- und Außenpolitik hingegen werden sie geduldet und auf verschiedenen Wegen manchmal gar gefördert. Als die PFLP-Terroristin Rasmea Ode 2019 nach Deutschland kommen wollte, um bei der PFLP-nahen Nachwuchsorganisation Samidun auf Veranstaltungen zu sprechen, gab es einen medialen und politischen Aufschrei. Die Behörden handelten rasch und ein Beschluss des Berliner Oberverwaltungsgerichts führte schließlich zum Entzug von Odes Schengen-Visum und damit zu ihrer Ausweisung. Begründung: Gefährdung der öffentlichen Ordnung. Befürchtet wurde antisemitische Hetze. Der Staat griff durch. Ebenso resolut reagierte der Bundestag auf die öffentliche Verbrennung einer Israel-Flagge auf einer Anti-Israel-Demo vor dem Brandenburger Tor 2018. Er verbot zwei Jahre später das Verbrennen von Nationalflaggen aller Art. Und auch in diesem Jahr tat sich der Rechtsstaat hervor. Als Berlin nach einer völlig aus dem Ruder gelaufenen antisemitischen Demo im Bezirk Neukölln mehrere nachfolgend angesetzte pro-palästinensische, das heißt anti-israelische Demonstrationen verbot, weil, so die Behörden und ich zitiere, die unmittelbare Gefahr besteht, dass es zu volksverhetzenden antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichung, dem Vermitteln von Gewaltbereitschaft und dadurch zu Einschüchterungen sowie Gewalttätigkeiten kommt. Zitat Ende. Die Entscheidung hielt bis einschließlich der letzten Instanz auch vor den Gerichten stand. Sie zeigte auf beeindruckende Art und Weise die Entschlossenheit des Rechtsstaats in Deutschland, dem Antisemitismus die Stirn zu bieten. Bravo! Doch bislang hält die Bundesregierung an ihrer Förderpraxis im Ausland weiterhin fest. Und die PFLP und ihr nahestehende Organisationen wie Samidun wurden noch nicht verboten. Ein Blick nach Europa zeigt, dass das auch anders geht. Frankreich verbot Samidun erst kürzlich. Die Niederlande und die Europäische Kommission halten unterdessen Fördergelder für einige der palästinensischen Organisationen zurück, die von der israelischen Regierung aufgrund ihrer Verbindungen zur PFLP auf die Terrorliste gesetzt worden waren. Doch deutsche Steuergelder fließen weiter in Millionenhöhe über intransparente Töpfe hinein in ein noch undurchsichtigeres Dickicht von palästinensischen NGOs. Quellen sind unter anderem das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das Auswärtige Amt, politische Stiftungen sowie kirchliche Hilfswerke. Ein Hoffnungsschimmer gab es während der Israel-Reise von Außenministerin Annalena Baerbock. Sie versprach, gemeinsam mit der israelischen Regierung nach Lösungen zu suchen, um deutsche Förderziele künftig ohne die 6 von Israel designierten Terrororganisationen zu erreichen. Die Dornen, die wir im Nahen Osten säen, sind nicht nur Stacheln an der Seite Israels, sondern ranken mittlerweile wieder bis zu uns nach Deutschland.
Wir müssen aufhören, die Geister im Ausland zu beschwören, deren Wüten wir im Inland loswerden wollen. Die 70er Jahre und das Olympia-Attentat halten diesbezüglich wertvolle Lehren bereit. Die Gründung der GSG 9 ist die harte innenpolitische Antwort auf palästinensischen Terror und seine linksradikalen Verbündeten im Inland. Es ist nunmehr an der Zeit, auch außenpolitisch die Samthandschuhe auszuziehen. Säen wir nicht länger unter die Dornen, pflügen wir ein neues. Mit einem herzlichen Grüß Gott und Shalom aus Berlin.